So, liebe Leute, wir sind beim letzten Lauf der IndyCar-Saison hier in VSR. Tobi stinkt. Fünf Rennen sind jetzt, ja, das ist das letzte Rennen der Saison. Oh, Lutsch. Mann. Hä? Wieso alle? Nee, oder? Wieso ist das Setup hier nicht drin? Ich hab's doch gerade gespeichert. Tja, super. Kann ich mir direkt nochmal raussuchen. Der Müll. Aber Boah, ey, ich hab's doch im Siphon habe ich's doch gespeichert. Warum ist es denn jetzt hier nicht drin? Ich verstehe das nicht. Okay. Oh, nicht symmetrisch, danke. Muss ich erstmal wieder 5 Minuten den Kack hier einstellen. Ach komm, was ist das für ein Müll, Alter? Das kann man hier nicht mal einstellen, was da hier drinne hat. Was nur für ein Cheater-Setup immer. Habe ich jetzt. Oh Gott. Ich habe die Roadcross-Variante. Moin. Nimm die doch, ist bestimmt auch schnell. Arendt hat die Sitzung verlassen. Was machst du da, Uli? Keine Ahnung. Oh, Beitritt. Gott. Hey, irgendwie ist man hier schneller. War hier einfach 390 plötzlich. In demselben Setup. Da ist euer Setup. Moin! Warum ist das denn hier schneller als im Zeitfahren? Einfach 1,2 Sekunden schneller als im Zeitfahren. Wir fahren ja nachts, Boreo. Ja, das macht natürlich Sinn, dass das viel schneller ist hier. Raus! Low.
verstehe nicht, warum Zeit von langsamer ist. Keine Ahnung, ey. Einer wurde disqualifiziert. Sehr gut. Was? Einer wurde disqualifiziert. Moin! Alter, was ist denn auch für eine Boxenausfahrt hier? Kommt dann einfach noch vor der ersten Kurve auf die Strecke, Alter. Okay. Gut.
Aber was macht er denn hier? Macht er Boxenstopp, die Fotze? Wollte ich nicht. Jo. Oh ja, Wolf fährt heute nicht mit. Na gut. Warum fährt er mir rein? Der hat mir Kacke im Kopf. Alter. Wirklich. Unglaublich. Wer denn? Keine Ahnung. Alter, ich komme aus der Box und V-Vergraben extra ganz links langsam und irgendeiner fährt mir rein und ballert mir den Reifen weg. Also. Die Reifen brauchen auch so lange zum Warmwerden, Alter. Das ist unglaublich. Oh, er leckt ja komplett, Alter. Vor mir auf einmal ist er weg. Die denn da?
Also bei 2,7 Liter habe ich die Runde angefangen und mit 0,4 beendet. Also 2,3 Liter die Runde. Wie viel? 2,3 Liter auf Fett. Jetzt Cebula hier mit der Roadcourse-Variante oder was? Sah so aus, als hätte er richtig dicken Flügel gehabt hinten. Nee, das ist auch die normale. Also. Die. War das wahrscheinlich wieder Anzeige-Bug oder so. Als er vor mir fuhr, hat er einen richtig dicken Flügel gehabt hinten. Okay. Also Primary und jetzt machen wir erstmal. Was war eine Rundzeit? 36 Sekunden, wa? Jo. So, 25 90. Müssen wir wieder nachtanken oder wird? Sind so am Ende vielleicht über 40 Runden, die wir fahren. 41, 42 Runden. Alter, also auf jeden Fall müssen wir dann nachtanken. Was sind denn 16 Runden? Wie viel Sprit? Und da 40 Liter nochmal, Alter. Ach du Scheiße. Ich tanke den jetzt voll. Speichern und Boxenstrategie mach ich. Treibstoff und Reifen. Genau, und dann nochmal so hier. Achten wir sie dann nochmal nach. Speichern. Und dann bereit. Okay. Ja, auf ein gutes Rennen, Bernd. Ja, wahrscheinlich wieder nach der ersten Runde im Arsch. Jetzt wieder Einführungsrunde, wa? Ja, die ist ja so aktiviert. Im letzten Mal war das nicht der Fall. Hey, Bernd. Penske 1L34. Wer ist denn da schon abgeflogen hinten? Da ist ja irgendeiner schon links in die Wiese. Na gut, Bernd, kommen wir. Sonst gleich die Leute hier vorbei und werden wir die später dann holen oder so. Riese auf 1, ey. Siehst du mal, nur gerade ausfahren ist nicht so schwer. Wa? Aber nur Vollgas fahren. Jo, auf eine Rundstrecke war der noch nie ansatzweise auf der Pole. Was anderes. Hey Bernd. Bei mir ist Scheffler, Achtung, pass auf. Oh Gott. Ist auch so dumm, wann das Startzeichen gegeben wird. Es ist einfach erst ab Start 10, ist so unlogisch. Sauber-Fan, Markus Eriksen da vorne auf Pol. Markus Eriksen auf Pol. Jetzt kommt der ganz außen. Ich lasse ihn erstmal außen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer hält denn da schon wieder drin?
Oh, ich hab Überschuss. Vf normal oder so. Oh moin! Wer war das? Bernd? Ich bin noch da. Wer ist denn da weggeflogen? Weiß ich nicht. Scheffler. Alter, der hat mich fast schon wieder gekillt. Hast du Schaden? Weiß ich nicht. Wo sieht man das? Weiß ich nicht. Ich bin außen. Alter, ich bin ganz unten und er kommt einfach von oben nach unten und fährt mich rein und hebt ab. Oh. Wer ist auf normal wird? Ich bin auf normal gefahren, jetzt fahr ich auf fett wieder. Ist auch vorbei? Jawohl. Lass mal da vorne rankommen, dann fahr ich wieder auf normal. Aber mit einer Tankfüllung kommst du eh nicht drin. Man muss einmal rein. Ziemlich gesund für den Motor hier, im Schritt 93 zu ballern. Ja. Mann, jetzt habe ich voll den Anschluss da vorne wegen dem wieder verloren, ey. Zu dritt nebeneinander nach vorne, oh Gott. Das ist ein Cebula eigentlich. Oh, da in die Wand genommen, da vorne, okay. Ja, wo kriegt man denn Windschatten in diesem Spiel? Den kannst du, glaube ich, im Store kaufen. Aha. Muss ich mir mal holen, glaube ich. Boah, schon wieder die Wand gelutscht da vorne. Henke. Oh Gott! Okay, er ist unten. Podium! Oh Mann, ey. Boah, der Typ hinter mir kommt ran, ey. Ach du Scheiße. Boah, ich komm aber auch an dich ran. Moin! Ey, glutsch. Moin! Ich geh auf normal, geh innen vorbei, ich fahr auf normal. Jetzt hab ich keinen Überschuss mehr. Auf der Geraden, okay. Oh nein. Was so, Bernd? Ja, ist gut. Minimal die Wand. Gott! Oh, die Radaufhängung hat ein bisschen was. Was lutscht der Typ aber bei mir hier? Oh, cool, tschüss. Wer ist denn das überhaupt? Niki ist das. Wer ist denn das? Der da vorhin so diese Futurecast 30-Bar gestellt hat. Achso. Auf den Rundkurs stecken wir da auch Trash, wa? Alter, wie oft ich diesen Mann mitgenommen habe. Mein Auto ist schon halb schräg. Gesund, Uli. Fahr mal durch, ich fahr auf Mager. Oh, zieh doch, Bernd! Ja, was soll ich denn tun? Ich geb Vollgas. Warte, ich geh außen. Tschüss. Er ist doch fett und auf nochmal. Fett. Welche Reifen hast du drauf? Keine Ahnung. Ich hab zu langsam. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen kaputt gemacht.
denn jetzt los? Was fährst du auf der Geraden? 348? Was? Ich glaube, du musst in die Box. Warum? Ey, das ist so ein komischer Bug, den hätte ich schon mal im Wally, auf einmal war ich langsam. Hab ich's gemacht? Och, ist das ein Schmutzspiel, Alter. Was ist denn das? Ich hab nichts berührt oder so, ich hab keinen Schaden. Ich fahr nur 340. Was? Hatte weder eine Berührung mit dem Fahrer noch mit der Wand. Umgestellt habe ich auch nichts. Ich fahre immer noch auf Fett. Ach, komm, Alter. Ich fahre noch 3,75 auf der Geraden. Esse, wirklich. Blöd. Ja, cool, hat Spaß gemacht. Meine Fresse, ey. Bist du in die Box gefahren? Weg jetzt. Wo ist denn hier die Boxenlinie? Nicht, weil ich wieder disqualifiziert werde hier. Du musst da aufpassen. Hallo. Alter. In 9 Minuten 30 Liter, okay. Bin ich aus der Box gekommen, jetzt wollte ich erstmal gar kein Gas mehr geben. Interessant. Jetzt fahre ich wieder 380. Das ist schön. Musst du da was am Schaden repariert? Irgendwas repariert werden in der Box oder? Hat Reparatur gemacht kurz, so 2 Sekunden. Aber man sieht ja nicht, was repariert wurde. Ich hatte ja auch die Berührung mit Scheffler vorher. Aber die war ja schon 10 Runden vorher. Oh ne, jetzt bin ich genau hinter Riese und Balzer hier. Fand ich die ganze Zeit beiseite, Alter.
Oh, mein Cibola. Ich geh in die Box. Können wir, Uli? Nichts so in die Richtung. Die anderen waren auch noch nicht alle an der Box, warum? Nee. Go. Ist immer noch in der Box? Ja, das Boxenausgang. Die Boxengassenausfall ist natürlich auch richtig Schmutz. Die ist toll, ne? Wieso am Beizer kommen gleich? So, noch die Box. Ah ne, da steht minus 44, okay, gut. Aber. Wie minus 44? 4,4, was? Bin direkt hinter dir. Ja, was heißt direkt, aber. Bist du auch direkt dahinter, oder? Ich sehe die beiden, ja. Und die fahren die ganze Zeit bei Side. Willst du noch ein bisschen rennen, Lucian? Lieber nicht. Oh, Balzer geht in die Box.
Nebula auch. Da kommen Beizen heraus. War der Nicky schon in der Box? Nee, oder? Nee. Moin Henke. Er fährt einfach unten im Infield und rutscht wieder zurück in die Kurve. In der Box. Platz 3 und 4 für uns. Also mit Schäffler muss er nochmal ein Wörtchen reden, der kann ja gar nichts im Oval. Was findest du gefällig, was der macht? Finze. Oh, finde ich. Na gut, wäre das erste Oval nicht passiert. Hätte ich auch ein paar Pünktchen mehr auf dem Konto, höchstwahrscheinlich nicht. Auch findest du? Ja, oder wäre das hier gerade eben nicht passiert, dass ich auf einmal 30 km/h langsamer fahre, so komplett random, was mir das Spiel auch mal erklären soll. Wäre ich auch noch ein paar Meter weiter vorne. Hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen Spaß gehabt, aber nö. Die Böffel ist schon krass, ey. Digga! Jetzt bin ich fast noch gestorben. Was hat er denn gemacht? Alter, er fährt in. Ich komme mit Überschuss von 10.000 km/h.
in die obere Linie, er fährt einfach am Exit der Kurve komplett hoch. Er muss voll in die Bremse gehen, Alter. War zwischen ihm und Wand angequetscht. Dachte, ich bin tot jetzt. Zwei Runden noch. Oh, die waren es aber spannend da vorne, ey. Aber nur eine Tonne zu auseinander, ey. Durchgehend Zeit bei Zeit wahrscheinlich. War ich ja mit 41 Runden gar nicht so schlecht dabei. Ist das die letzte jetzt oder fahren wir noch eine? Ja, die sind auf jeden Fall ihrer letzten jetzt. Ich schau mal, wenn ich jetzt über Linie fahre, was passiert. Nee, also erst müssen die ersten drüber sein, die sind dann wahrscheinlich gleich in 7 Sekunden drüber oder so. Ja, sind die ja hinter mir. Da sind sie. Ja, 40 Runden, okay. Ah, oh, dritter und vierter immerhin. Weizer liegt da auf dem Dach. Nur Wahlrennen überlebt. Ja, das war echt nochmal knapp gerade eben, ey. Leck mir Morsch. Da waren noch vorhin 8, wer ist denn da rausgegangen, ey? Henke. Okay. Rich Quit. Ja, das war die Saison. Diese 5 Rennen hier hat Spaß gemacht. Kollege hat seine erste Meisterschaft gewonnen. Ja, ich hab die Meisterschaft gewonnen, Ladies and Gentlemen. Geht in der, Tobi. Ich glaube, Teammeisterschaft sollten wir auch haben. Also, die haben wir safe. Ja, man sieht sich bei einem anderen Projekt wieder und auf Wiedersehen. Tschüss.